Hinter uns steht der Adria Twin 600 SPB, 2019er Modell. Und Adria hat die Baureihe ja komplett überarbeitet. Es gibt jetzt drei Modellvarianten. Ja, stimmt. Es geht los mit einer Einsteigerserie, nennt sich Access, die basiert auf dem Citroën Jumper. Dann gibt es eine Mittelklasse-Reihe, die Plus heißt, auf Basis des Fiat Ducato. Und ebenfalls auf dem Ducato dann die Supreme-Serie. Das ist die Top-Variante, die wir auch hier hinter uns stehen haben. Und beim Twin Supreme gibt es ein augenscheinliches Kennzeichen. Das ist das Panoramadach über dem Fahrerhaus. Da soll viel Licht in den Innenraum kommen. Es soll so ein richtig schönes Gefühl, so wie in einem Integrierten eigentlich schon aufkommen, weil man einfach viel Luft über dem Kopf hat. Und es ist auch so ein kleiner Trend 2019. Das ist einfach, Malibu hat so ein Dach, Dreamer hat so ein Dach, Adria hat so ein Dach. Deswegen würde ich sagen, lass uns das doch als erstes mal anschauen. Ja, das ist sicherlich das Highlight dieses Fahrzeugs im doppelten Wortsinne. Schauen wir es uns an. Ja, das sieht natürlich schon toll aus. Also so viel Licht in so einem Fahrzeug hatte man bisher eigentlich nie. Okay, das Fenster hier, das kennt man schon, aber in Kombination mit dem, das ist schon eine tolle Sache. Also wirklich. Das auf jeden Fall, also ein wirklich heller, lichter Innenraum. Was mich jetzt persönlich von meinen Augen so stört, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Hier sind so ein Lochmuster ist hier drauf gebrannt. Soll wahrscheinlich gegen Wärme schützen oder halt auch ein bisschen Sonneneinstrahlung hemmen. Aber ich habe so das Problem, jetzt außen zu fokussieren. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich hier so einen Berg anschauen wollen würde, ich würde irgendwann kirre werden. Also ich hätte es entweder komplett getönt, also komplett dunkel gemacht, dann wäre es halb so wild. Weil wenn es zu heiß werden sollte, kann man hier natürlich auch ein Rollo hochziehen. Und kann so auch die Wärme und das Licht draußen halten. Ist auch schön gemacht, finde ich, hier mit der indirekten Beleuchtung, die man dann hier so sieht. Ich meine, gut, andererseits müssen wir natürlich einen Nachteil in Kauf nehmen. Ja. Bei den anderen Kastenwagen in dieser Art, wie man sie kennt, ist hier oben ein Fach, das eben auch schön groß ist. Und im Kastenwagen hat man eben immer etwas Stauraummangel. Mancher wird eben dieses Fach durchaus vermissen, denke ich. Das glaube ich auch. Also es ist ja wirklich sehr beliebt bei Kastenwagenfahrern. Für mich hat es den Vorteil, wenn ich jetzt aufstehen möchte, kann ich hier einfach hoch und knall nicht hier in diesen Kasten. Aber dafür hat sich ja auch Adria was gedacht. Die hat die Schränke hier vorgezogen, die Möbel, und man hat hier dann schon auch ein bisschen Stauraum, auch hier mit gedämpften Federaufstellern. Also ich finde, es schaut gut aus und es verfehlt auf jeden Fall nicht die Wirkung. Ja, und der Tisch ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Eigentlich von der Größe her steht recht stabil. Und hier kann man ihn sogar noch vergrößern mit dieser Platte für den Beifahrer. Also das finde ich eigentlich nicht schlecht. Und was eben auch ungewöhnlich ist, sind diese Zusatzhalterungen hier für Becher oder für kleine Teile, die man dann während der Fahrt hier unterbringen kann. Also da haben die sich richtig was ausgedacht. Genau, kann quasi nichts durch die Gegend fallen und rollen. Man kann alles hier lagern. Also ich finde es auch, für uns zwei reicht es auf jeden Fall gut. Dritte Person auf dem Beifahrersitz auch noch perfekt. Bei vier wird es dann hier schon ein bisschen kuschelig, sage ich mal. Aber es ist ja ein Zwei-Personen-Fahrzeug vom Bett her, vom Grundriss her. Was mir ja wirklich sehr gut gefällt, ist hier diese Lederausstattung. Die kostet zwar 1000 Euro Aufpreis, aber ich finde das jetzt nicht allzu viel, weil die Vordersitze sind beledert. Das hier ist alles echt Leder. Also ich denke mal, das steht dem Auto gut zu Gesicht. Und was man hier auch sieht, was noch relativ selten ist, hier gibt es Isofix-Aufnahmen. Das heißt, der Kindersitz kann auch mitfahren. Ja. Also ist viel einfacher anzuschnallen, Kindersitz, ja, gute Sache. Ja, nee, sieht eigentlich ganz schön aus, auch die Möbel und so. Und auch hier die Wand, richtig schön verkleidet, angenehm, das hat man auch nicht bei jedem Fahrzeug. Genau, hat allerdings einen kleinen Nachteil, also von meiner Sitzposition. Ich sitze hier sehr aufrecht durch die hohen, durch die Rückenlehnen. Wenn ich jetzt rausschauen wollen würde und schaue einfach so nach links, dann habe ich ein Brett vom Kopf. Also ich muss mich dann schon runterbeugen, um hier die schöne Schwäbische Alb zu bewundern. Aber gut, ist natürlich auch ein Problem meiner Größe, muss man ganz ehrlich zugeben. Wenn Kinder da sitzen, wäre das anders. Genau, für Kinder perfekt. Ja. Aber ich muss sagen, hier, also Sitzgruppe hat den Test bestanden, oder? Zumindest für zwei Leute. Passt echt ganz gut, ja. Und sieht schön aus. Okay, dann schauen wir uns doch mal die Küche an. Ja, was ich auf jeden Fall schon mal gut finde, ist diese solide Arbeitsplattenverlängerung, weil auf der Küche selber gibt es gar nicht so viel Arbeitsfläche und dann hat man hier noch eine Möglichkeit, etwas abzulegen. Und dann haben wir hier den Kocher und die Spüle. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, auch weil man hier zum Beispiel das abnehmen kann, um dann hier übergelaufene Milch oder sowas direkt wegzuwischen in die Spüle hinein. Also das ist doch eigentlich ganz praktisch. Genau, leicht zu reinigen, und ich sehe auch hier mit Piezo-Zündung. Das
Heißt, man muss sich nicht die Finger verbrennen, wenn man den Herd anschalten möchte, die Flammen anzünden möchte. Praktisch ist es, aber es hat natürlich einen ganz großen Haken, wenn man fährt. Es macht einen Höllenlärm, diese Glasplatten oben drauf. Also da ist irgendwas mit der Geräuschdämmung schiefgelaufen. Ja, das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Und ansonsten haben wir eigentlich hier recht viel Stauraum. Wir haben hier große Schubladen, also da passt echt richtig viel rein. Allerdings würde ich mir da noch eine Unterteilung wünschen, also zumindest einen Besteckkasten oder einmal eine Zwischenwand. Also weil dann sonst rutscht alles hier in der Gegend herum während dem Fahren. Also das muss man sich dann wahrscheinlich noch selber einteilen. Und wir haben einen recht großen Kühlschrank hier oben in griffgünstiger Höhe mit 90 Litern. Das ist wirklich nicht selbstverständlich für so einen Campingbus. Also das ist nicht schlecht. Da kann man wirklich was anfangen damit, würde ich sagen. Genau, und eigenständiges Gefrierfach auch noch drin, ein kleines. Ja. Also das Eis im Sommer in Italien ist gesichert. Ja. Ein weiteres praktisches Detail ist der Tisch. Den kann man mit einem Handgriff abnehmen. Ist auch nicht wirklich schwer und man kann ihn hier am Küchenblock außen einhängen und hat einen schönen Platz zum Frühstücken. Nicht schlecht. Allerdings einen Nachteil gibt's: die Fliegengittertür geht da nicht mehr zu. Genau, das ist halt der große Haken. Es gibt natürlich Systeme, wie jetzt zum Beispiel beim VW Grand California. Der hat hier das eine Fliegengitter angeschlagen, es geht bis hierhin und dann hier zwischen Wandschrank und Küchenblock noch ein zweites zum Zumachen. Das wäre jetzt hier natürlich optimal, aber man kann ja nicht alles haben. Und bisschen aufwendiger. Die Marienkäfer sind ja auch ganz nett. Weiter geht's mit dem Badezimmer. Hier hinter einer Schiebetüre. Und ja gut, wir haben hier einen 6 Meter Kastenwagen. Dann kann es nicht übermäßig groß ausfallen, aber ich muss sagen, ich komme rein, kann mich auch bewegen. Wenn ich jetzt die Tür allerdings zumache, nö, geht auch noch. Also aufs Klo passe ich auch noch. Also alles geht. Allerdings hier, das Waschbecken ist schon sehr niedrig. Wenn ich hier runterkommen will, das geht eigentlich fast nur bei offener Tür oder im Sitzen. Aber ich sag mal, für den täglichen Bedarf reicht das auf alle Fälle. Und wenn ich jetzt noch duschen möchte, klappe ich hier einfach die Wand um. Und schon wird das Ganze hier zur Duschkabine, in der ich sogar recht gut stehen kann und reicht vielleicht sogar für ein bisschen mehr als eine Katzenwäsche. Der Nachteil an dieser ganzen Konstruktion ist, es gibt relativ wenig Stauraum. Also hier ist ein kleines Schränkchen, kann man ein paar Shampoos reinstellen. Dann haben wir hier noch zwei Ablagen, das war es aber auch schon. Aber ich sag mal, für die 6 Meter Klasse ist es doch in Ordnung. Ja, und hier im Heck, da haben wir also das Bett von dem Fahrzeug, das Doppelbett. 1,92 Meter lang, 1,35 breit. Das ist ein Fahrzeug in dieser Klasse eigentlich schon ganz gut. Da müsste man eigentlich schon ganz bequem drauf schlafen. Auch mit dieser dicken Matratze und dem Lattenrost hier drunter. Das haben die eigentlich schon ganz gut gemacht. Schön finde ich auch die Verkleidung von den Wänden hier, auch mit diesen Ablagen hier. Also da fühlt man sich, glaube ich, ganz wohl hier. Das würde ich jetzt auch mal so sehen von meiner Seite her. Was auch gut ist, man kriegt hier oben auch noch schön Klamotten unter. Es sind 6 Staufächer, sind jetzt zwar nicht sonderlich hoch, also in der Höhe, aber ich denke mal, für T-Shirts, Socken, Unterhosen passt es auf jeden Fall. Unter dem Bett der Stauraum, wenn es unten ist, das sind ungefähr 850 Liter, was ja jetzt auch nicht wirklich klein ist. Also kann man schon gut Zeug reinpacken. Wenn man aber doch mehr Platz braucht, kann man natürlich das Bett auch hochklappen. Es gibt dann hier auch so einen Gurt, mit dem man es an der Wand fixieren kann. So, den machen wir hier fest. Und dann kann man es so festzurren. Und dann passt hier auch ein Fahrrad. Na gut, ein Motorrad nicht, aber ein Fahrrad passt hier auf jeden Fall rein. Und ich sehe gerade, wir haben hier auch ganz gute Zurösen, sodass man die Ladung hier entsprechend sichern kann. Das ist auch eine gute Sache. Und außerdem gibt es hier noch so eine Trennwand. Die kann man nach vorne schwenken. Die läuft auf Rollen, ne? Genau. Ja, genau. Damit man hier eben, wenn man Dinge einlädt, dass die nicht nach vorne rutschen können.
Also hier wurde wirklich mitgedacht, denke ich. Genau, und wenn das Bett unten ist, hat man quasi hier einen mehr oder weniger abgeschlossenen Kofferraum. Hier gibt es noch zwei Staufächer, die auch wirklich tief sind. Da kriegt man auch noch mal richtig viel rein. Und was wir gerade verdeckt haben, ich schiebe das noch mal zu dir. Hier haben wir noch mal einen Schrank, in dem auch noch richtig viel Zeug reinpasst. Also ich sag mal, für zwei Leute sollte das mehr als ausreichen. Mhm. Ja, und was haben wir noch hier hinten? Ach ja, den Gaskasten noch. Der braucht natürlich auch noch ein bisschen Platz. Also, und da passen zwei 11 Kilo Flaschen rein. Auch nicht selbstverständlich bei Campingbussen. Also der Platz hier im Heck wurde wirklich gut ausgenutzt. Und das finde ich auch super, dass die sich auch Gedanken darüber gemacht haben, was passiert, wenn man hier schläft und die Türen, die manchmal nicht so richtig dicht sind, hier eventuell der Wind durchzieht. Dieser Gummiwulst hier, der die Türen zusätzlich abschließt, das zeugt von Praxistauglichkeit. Supreme ist ja eigentlich die Top-Baureihe, aber wenn ich mir dann diese Fenster so anschaue, die sind doch relativ schlicht. Da gibt es bessere mit Rahmen aus Alu oder PU-Schaum und die sind nur vorgehängt. Ja, und man kann auch nicht mal gegen Geld und gute Worte Alu-Rahmenfenster bekommen, sondern man hat nur die vorgehängten und es sieht da eigentlich schon riesengroß aus, das Fenster. Ne? Aber wenn man es mal aufmacht, ist dann doch ein relativ kleiner Ausschnitt, der übrig bleibt. Ja, und auch diese Verriegelungen hier sind ziemlich schlicht, also nicht mal mit Arretierungsknöpfe. Also die kann man auch relativ leicht aufmachen. Ja, also bei Supreme würde man doch etwas mehr erwarten. Ne? Ja, und hier vorne an der Tür haben wir ja hier die Faltverdunkelungen. Aber die haben auch ein Problem. Ja, dadurch, dass die hier unten angeschlagen sind, wenn sie zu sind, verdeckt dieser Aufbau einfach den Weitwinkelspiegel auf der Beifahrerseite. Also man kann ihn fast nicht erkennen, also ist auch eine Konstruktion, die jetzt nicht unbedingt die beste ist. Mit 535 Kilo Zuladung kann man hier auch ganz ordentlich was mitnehmen, finde ich. Also das passt ganz gut. Und da der Wagen ja das Maxi-Chassis drin hat, ist auch an den Achsen vorn und hinten alles im grünen Bereich. Genau, gut. Maxi-Chassis ist ja natürlich optional. Also sind wir eigentlich schon beim Thema. Was kostet der ganze Spaß? Also das Modell geht bei knapp 43.000 Euro los. Dann hat man allerdings einen 3,3 Tonnen Light-Chassis drin. Und dann wird schon wieder ein bisschen enger mit der Zuladung. Aber so wie er hier steht, Maxi-Chassis, 180 PS-Motor, Komfortmatik und einigen anderen Extras, kostet der Spaß gut 60.500 Euro. Das ist jetzt schon nicht so wenig. Schon ein Sümmchen, klar. Aber wenn man sich anschaut, was man dafür bekommt, vor allem auch dieses Raumgefühl in diesem Fahrzeug, aber auch sonst die Küche, das Bett hinten, auch die Nasszelle, ist eigentlich alles wirklich sehr pfiffig und praxisgerecht und dabei auch ganz schön anzuschauen gemacht. Also muss man sagen, also ich würde sagen, bekommt man wirklich einen schönen Campingbus für diesen Preis. Das auf jeden Fall. Design, alles passt. Einzige, was mich persönlich wirklich richtig stört, ist halt das Geräuschniveau während der Fahrt. Also allein die Klappergeräusche der Spüle, die würden mich wahnsinnig machen. Also wenn das abgestellt wäre, dann perfekt. Aber das muss ja noch abgestellt werden. Das kann man aber mit relativ wenig Aufwand auch selber hinbekommen. Aber ob man jetzt immer da ein Handtuch dazwischen legen muss, ist nicht gerade die eleganteste Lösung, aber es geht. Genau. Und apropos gehen, gehen wir. Ah, okay.